betroffenen Familien zu helfen, haben wir einen Verein gegründet. Die Behinderung hat viele Gesichter. Unsere Psychologin berät betroffene Eltern schon vor der Geburt und begleitet dann die Familien. Im Zentrum unserer Beratung stehen die Gesundheit und die gesellschaftliche Teilhabe mit all den Schwierigkeiten und ihren Chancen. Also der Oskar hat, der hat eben auch Spina Bifida, einen offenen Rücken und einen Hydrocephalus. Der ist damals zur Welt gekommen, wir wussten das vorher nicht, und er ist zum Glück für die Diagnose relativ leicht betroffen, würde man wahrscheinlich sagen. Also er ist mobil, er läuft rum, er kann hüpfen, er kann springen, er fährt sogar Fahrrad. Lina ist 4. Noch bevor sie auf die Welt kam, wurde sie operiert. Ihr geht's sehr gut. Sie ist ein glückliches, fröhliches Kind. Sie kann laufen. Das ist für uns absolut ein Wunder und absolut genial. Man hat ansonsten in unserem Bekanntenkreis niemand, der ein Kind hat, das irgendwie chronisch krank ist oder eine Behinderung hat. Und das ist schon so, dass man dann manchmal sich auch so ein bisschen außen vor fühlt, ein bisschen alleine ist mit seinen Problemen. Und das hat man hier nicht. Man muss das nicht alles erklären. Man muss nicht erklären, warum ein Kind mit 6 Jahren eine Windel trägt und warum er vielleicht nicht so schnell läuft wie die anderen. Man ist halt immer ein Sonderfall, ne? Das ist halt das Problem. Und da hilft die ASBH einfach weiter, weil sie halt sehr viele Sonderfälle kennt und weiß, wie andere Familien Lösungen gefunden haben für Probleme, die wir alle haben. In jedem Alltag gibt es Hürden, die mal höher, mal niedriger sind. Offen darüber zu reden, in unseren Gruppen ist das möglich. Eltern mit behinderten Kindern sind extrem belastet. Deshalb organisieren wir Freizeiten. Ich hab deine Tasche fast fertig gepackt. Die Freizeiten bieten den Eltern eine Auszeit vom Alltag, der bestimmt ist von Therapien und Pflege. Und für Theo ist es eine Chance, auch mal ohne Eltern klarzukommen. Bisschen aufgeregt bin ich schon. Theo fährt schon mit, seitdem er 4 Jahre alt ist, und die kennen sich alle. Und jedes Mal, wenn ich Theo dahin bringe, würde ich am liebsten mitfahren, weil das so eine nette Truppe ist. Na, alles klar? Ja, wenn man sich alle 2 Monate sieht, dann freuen die sich immer wieder. Philipp fährt seit Jahren als Betreuer ehrenamtlich mit. Die Freizeiten sind für ihn Abwechslung von seinem Alltag. Und die Eltern? Sie haben mal Pause vom Therapie- und Pflegestress. So ist es natürlich auch schon echt schön, dass wir mal am Wochenende nicht morgens früh aufstehen müssen und das ganze Programm haben. Nina hat es geschafft. Sie kann endlich von zu Hause ausziehen, in die eigenen 4 Wände. Unsere Sozialpädagogin hat bei der Wohnungssuche geholfen. Ein selbstbestimmtes Leben. Für Nina ist das wie ein 6er im Lotto. Das Gefühl ist schwer zu beschreiben. Also einerseits Befreiung im Sinne von, ich habe es endlich geschafft, aus dem elterlichen Nest rauszukommen. Und andererseits eben auch die Befreiung, es endlich auch von der Umsetzung her geschafft zu haben. Die Projekte, von denen wir Ihnen erzählt haben, leben auch von Spenden. Deshalb freuen wir uns über jede Spende, die unsere Arbeit unterstützt.